So, mein lieben Hundfreunde und Freundin, es ist Dienstag und das hier Runen der Woche, naja, sind nämlich zwei Runen rausgekommen aus dem Section. Das sind sehr interessante Runen. So, es ist einmal Isa, die Rune des Eises und der Stagnation, der Pause, Bruch, Einfrierung, ja, das ist Stillstand. Und Sovio, die Rune der Sonne. Sehr interessante Kombination. So. Was ist so besonders an dieser Kombination? Ganz einfach. Also, am Anfang war das Eis von Niflheim, ne? Die Eiswelt. Und die Feuer, also die Flammen. Die tänzende Flamme von Muspelheim. Und Feuer und Eis haben zusammen oder gegeneinander um die Vorherrschaft gekämpft im Prinzip. Ja. So. Und durch diesen Tanz ist das Eis geschmolzen und es wurde zu Wasser. Und Wasser ist Leben, das heißt also, so entstand halt erst Leben. Ja. Das ist also die Geschichte von Ginunga gehabt, von den Entstehungen. Eigentlich von allem, ne? Von allem Leben. So, auf jeden Fall bedeutet das für uns diese Woche. Diese Woche ist eine gute Woche, um zu manifestieren, zu erschaffen, dieses Eis zu schmelzen, was uns abhält, unser bestes Selbst zu sein. Oder was uns davon abhält, voranzuschreiten. In Lagus, in der Form von Wasser, zu fließen, im Fluss des Lebens. Ja? Das heißt also, ja, Manifestation ist gut diese Woche. Und falls wir gerade in einer stagnierenden Phase unseres Lebens sind, dann sollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, denn Sovilo ist schon dabei, das Eis zu schmelzen und ja, den Weg für uns frei zu machen, ne? Dass wir wieder fließen können in Lagus. Es läuft alles auf Lagus heraus. Alles auf den Fluss des Lebens. Das wird der Weg bereitet, dass es so fließen kann, wie es soll. Wie es für uns so vorhergesehen ist. Von Norden. Also dann, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video und habt dann noch eine schöne Woche.